Yannick. Hab doch keine Angst. Er ist doch nur ein Film. Ich liebe sowas. Egal, ich gehe kurz auf Toilette. Willst du mich jetzt hier lange lassen? Wieso, hast du Angst? Nicht, dass ich ein Geist auf ist. Witzig. Da gewesen sein. Du musst da gucken, da war irgendwas, Yannick. Da ist nichts. Oh, das war kein Mensch. Das war bestimmt ein Untoter oder so. Ey, oh Gott. War der Film vielleicht doch ein bisschen zu viel für dich? Nein. Das war sicher nur ein Schatten von oder Yannick, Licht vom Nachbarn. Guck doch mal, bitte. Dann lass uns rausgehen und gucken, was da vor sich geht. Kannst du nicht alleine gehen? Ich will da nicht raus. Nein, komm jetzt einfach mit. Hab keine Angst, ich bin noch da. So, jetzt zeig ich dir, dass da draußen nichts ist. Yannick. Was noch? Doch keine Angst. Komm, vielleicht einen Karten. Komm jetzt mit. Siehst du irgendwas? Ich schwöre es dir, ich habe hier was gesehen. Was sollst du denn hier gesehen haben? Hier ist nichts. Mann, wieso glaubst du es mir denn nicht? Ich glaub dir, aber was soll ich hier? Ich hab doch nicht halluziniert. Ja, scheinbar schon. Hier ist doch nichts. Mann, Yannick. Ja, Yannick. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Los. Aber schau mal. Ja? Das ist doch Blaulicht, oder? Ja, stimmt. Du hast recht. Lass uns mal da hingehen. Da ist die. Da ist die Gestalt. Yannick. Yannick, die hab ich gesehen. Oma. Yannick, das ist Oma. Oma, was machst du denn hier? Hallo. Entschuldigung, Polizei. Ich bin die Enkelin. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Sind die Enkelin? Okay. Ja. Folgendes passiert, ihre Oma ist aus dem Pflegeheim ausgebrochen. Was? Ja, das Pflegeheim hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben und wir werden sie jetzt wieder ins Pflegeheim zurückführen. Warum? Was ist denn passiert? Wieso bist du denn weggelaufen, Oma? Das können wir dann später klären, warum, wieso, weshalb. Fakt ist, dass wir jetzt einsteigen und losfahren, okay? Nein, nein, ich will nicht. Sie hören doch, dass sie sich wehrt. Sie können sie jetzt nicht einfach gegen ihren Willen bitte mitnehmen. Was soll denn das? Sie sehen offensichtlich, dass ihre Oma verwirrt. Und zu ihrem Schutz kommt sie jetzt wieder mit ins Pflegeheim. Aber sie kann doch eine Nacht bei uns wohnen. Das ist doch auch ihr Zuhause. Sie ist doch nur zur Kurzzeitpflege in diesem komischen Heim. Ich kann sie verstehen, aber aus einer Nacht werden auch schnell mal zwei oder drei Nächte. Bitte mit den Eltern besprechen, ob man da nicht irgendwas mit der Heimleitung machen kann. Kommen Sie mit, Frau Jürgens. Ich habe es wieder versprochen. Kommen Sie mit, wir steigen jetzt ein, okay? Nein. Frau Jürgens, kommen Sie mit. Nein, lassen Sie mich. Essen Sie keinen Widerstand, Frau Jürgens. Nein, ich muss zur Oma. Du siehst doch, dass es ihr nicht gut geht. Warum ist sie denn bei der Polizei? Wir können doch jetzt eh nichts machen. Hat doch alles Zeit bis morgen. Sie wird doch nicht umsonst hier hingekommen sein. Wieso kann meine Oma denn nicht für eine Nacht hier bleiben? Die ist doch eh nur so lange im Pflegeheim, wie meine Mama zur Kur ist. Und in anderthalb Wochen ist sie eh wieder da. Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Oma ist doch sonst so tough. Die rennt doch nicht grundlos mit Cowboystiefeln und Nachthemd durch die ganze Stadt. Ich muss wissen, was los ist. Und das noch heute Nacht. Marie Krüger macht sich große Sorgen um ihre Oma. Kurz entschlossen fährt sie mit ihrem Freund Yannick Westerdorf ins Pflegeheim, in das die Polizei Elisabeth Jürgens inzwischen zurückgebracht hat. Eine halbe Stunde später kommen die beiden Teenager an. Doch sie stehen vor verschlossenen Türen. Aber Marie gibt nicht auf. Hallo? Hallo? Yannick, warum ist denn jetzt die Tür zu? Weiß ich nicht. Hallo? Ich sehe schon geschlossen, ja. Scheiße. Verstehe nicht. Wo wollt ihr denn gehen? War das jemand? Leute, es ist mitten in der Nacht. Die Eingangstür ist abgeschlossen. Die Bewohner schlafen alle schon. Wir müssen zu meiner Oma Lissy. Ich muss gucken, wie es ihr geht. Das ist die Dame, die heute Abend einen Ausflug gemacht hat, weshalb wir die Polizei gerufen haben. Sie tun so, als wäre sie eine Kriminelle und das ist sie ganz sicher nicht. Bitte, ich muss gucken, ob sie heile nach Hause gekommen ist. Frau Jürgens ist heil wieder angekommen. Sie war nur völlig durcheinander und hat deswegen eine Beruhigungsspritze bekommen. Sie schläft jetzt zum Glück. Seien Sie so lieb und kommen Sie morgen wieder, okay? Aber bitte vorher anrufen. Das sind doch nur ein paar Minuten. Ich meine, sie wird ja nicht umsonst 3 Kilometer von hier bis nach Hause gelaufen sein. Ich möchte wissen, ob sie Sehnsucht hat oder ob ihr irgendwas auf dem Herzen liegt. Bitte. Ich muss gucken, wie es ihr geht. Es tut mir leid, da kann ich leider kein Auge zudrücken. Strikte Anweisung von oben. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn ihr beide jetzt nach Hause geht. Ich glaube nicht, dass ihr um die Uhrzeit noch alleine auf der Straße sein solltet. Ich bin 18 und mein Freund auch.
Seien Sie so lieb, rufen Sie morgen Ihren Betreuer an von der Oma und der kann Ihnen genau erklären, was heute Abend vorgefallen ist und wie es Ihrer Oma geht. Ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten, okay? Ja, nee. Was für ein Betreuer? Seit wann hat mein Oma einen Betreuer? Ich weiß es nicht, aber beruhig dich doch erstmal. Lass uns nach Hause gehen, der Spuk wird sich schon noch aufklären. Wieso haben Sie meiner Oma denn jetzt eine Beruhigungsspritze gegeben? Ja gut, sie ist ein bisschen speziell und lässt sich von niemandem was sagen. Aber sie deswegen gleich ruhig zu stellen? Mal sehen, ob meine Mama was davon weiß, dass keiner mehr sie besuchen darf und dass sie jetzt einen Betreuer hat. Ich werde jetzt meine Mama noch ganz schnell anrufen, okay? Ja, okay, mach das. Ich warte beim Fahrrad. Alles klar. Hallo? Hallo, Mama, hier ist Marie. Hi, Schatz. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, ganz gut. Was gibt's denn? Ja, Oma war eben im Garten und ist mitten in der Nacht von dem Fenster vorbeigehuscht. Wie bitte, was? Oma ist den ganzen Weg zu Fuß zu uns gelaufen? Ja, und Jannik und ich waren gerade im Pflegeheim und jetzt dürfen wir Oma nicht mehr sehen. Und überhaupt, warum hat sie jetzt auf einmal einen Betreuer? Was für ein Betreuer? Davon weiß ich überhaupt gar nichts. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn passiert? Ja, das weiß ich selber nicht. Deswegen habe ich dich ja jetzt angerufen. Ich bin mir sicher, im Heim muss irgendwas passiert sein, Mama. Ja, das klingt natürlich nicht gut. Aber das ist nicht in Ordnung, dass die mich nicht informiert haben und da einfach einen Betreuer einsetzen, der jetzt über unser aller Kopf da hinweg bestimmt. Das geht so nicht. Du, ich brech sofort die Kur ab und komm nach Hause. Kann ich nicht schon mal irgendwas tun? Ich habe morgen eh erst die Dritten. Ich kann ja vielleicht schon mal mit diesem komischen Betreuer sprechen. Nein, weißt du, ich werde morgen früh mal die Anwältin anrufen, die mir auch schon bei meinem Autounfall geholfen hat. Und so lange hältst du bitte die Füße still, ja? Ich will nicht, dass du da irgendwelche Alleingänge startest. Mama, bitte. Lass mich doch bitte mit dieser Anwältin noch mal sprechen. Und mich mit ihr treffen. Weißt du, ich sag der Anwältin einfach Bescheid, dass du vorbeikommst und dann kannst du ja schon mal erzählen, was los ist, ja? Aber pass bitte auf dich auf, mach keinen Unsinn. Ich bin wirklich bald als möglich zu Hause, ja? Alles klar, versprochen. Okay, Schatz. Dann mach's gut, ne? Bis bald. Ja, bis bald. Ich hab dich lieb, ciao. Ciao. Ich hole meine Oma da raus. Die können sie doch nicht einfach einsperren wie eine Kriminelle und mit einer Spritze ruhig stellen. Ich muss irgendwas tun. Helen Krüger hat gleich für den nächsten Tag einen Termin für ihre Tochter mit Anwältin Silvia Beutler-Krovas ausgemacht. Mit ihrem Freund Jannik fährt sie nach der Schule direkt zur Kanzlei der Juristin. Maries Mutter hat die Anwältin bereits darüber informiert, worum es geht. Die Schülerin hofft sehr, dass sie ihr helfen kann. Und jetzt ist da ein Betreuer und keiner weiß warum. Ja, ich verstehe es selber nicht. Ich meine, sie ist ja nur für 3 Wochen im Heim und das ist halt in der Zeit, wo meine Mama in der Kur ist. Und da bist du allein in der Zeit? Ja, aber ich krieg das alles selber hin und meine Nachbarin schaut auch täglich nach mir. Ich meine, ich bin ja auch noch für sie da. Ja, okay. Ich hätte es auch mit meiner Oma selber hinbekommen. Aber sie hat halt auch selber für sich entschieden, dass sie ins Heim geht. Sie wollte mir halt nicht zur Last fallen und zahlt es halt auch selber. Okay. Was für eine Pflege brauchen die Omi? Meine Oma hat Rheuma, das heißt, ihr muss beim Waschen und Anziehen geholfen werden. Aber im Kopf ist sie noch fit? Ja, also im Kopf ist sie auf jeden Fall noch fit. Ich meine, Oma ist auch Sudoku-Weltmeisterin und die alten Schlager von früher kriegt sie immer noch hin. Ja, sie unterhält auch alle damit und sie ist kein bisschen senil. Sie sieht das auch eher als Urlaub und... Wie ein Abenteuer wahrscheinlich, ne? Genau. Und deswegen hat uns das auch gestern Abend gewundert, warum sie dann im Garten stand. Ja. Ich meine, vor 4 Tagen war sie auch noch ganz normal, oder? Ja. Und deswegen hoffe ich echt, dass sie uns helfen können und herausfinden, warum ich sie nicht mehr besuchen darf. Also das ist das, was mich am allermeisten irritiert. Ja, ich meine, du bist ihre Enkelin, warum sollst du die Omi nicht besuchen dürfen? Ich werde auf jeden Fall Kontakt zu der Pflegeeinrichtung aufnehmen und ich werde auf jeden Fall mich beim Betreuungsgericht melden und Akteneinsicht beantragen. Denn das verstehe ich überhaupt gar nicht. Erstens, warum Omi überhaupt einen Betreuer kriegt und zweitens, wenn Familienangehörige da sind, warum dann ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt wird. Ja. Okay, pass auf. Sobald ich was rausgefunden habe, melde ich mich bei deiner Mama und bespreche das alles mit ihr. Alles klar, ja? Super, vielen Dank. Okay, mach dir mal keine Sorgen, wir finden schon raus, was mit Omi los ist. Ja, hoffentlich. Ja? Okay, ihr Mäuse, macht euch noch einen schönen Samstag. Alles klar, ja? Danke schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ein Betreuer wird immer dann bestellt, wenn eine Person aufgrund einer körperlichen oder geistigen Krankheit nicht in der Lage ist, sich selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Der Betreuer wird für verschiedene Bereiche eingesetzt, zum Beispiel Vermögenssorge oder Gesundheitssorge. Bevor ein Fremder als Betreuer bestellt wird, muss geguckt werden, ob jemand aus der Familie in der Lage und bereit ist, dieses Amt zu übernehmen. Und das ist hier ganz offensichtlich versäumt worden. Ja, ich werde jetzt mal gucken, warum und werde da mal nachhaken.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, fährt Silvia Beutler-Krovers in das Pflegeheim, in dem Elisabeth Jürgens ursprünglich nur zur Kurzzeitpflege wohnen sollte. Die Rechtsanwältin will Heimleiterin Karin Wollenweber zu dem Fall befragen. Doch sie kommt in einem ungünstigen Moment. Guten Tag. Können Sie nicht anklopfen? Das habe ich getan, aber ganz offensichtlich waren Sie gerade anderweitig beschäftigt. Ja. Ja, schön, aber wo wir jetzt alleine sind, stelle ich mich erstmal vor. Guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovers und ich bin die Anwältin von der Frau Krüger. Und das ist die Tochter von der Frau Jürgens. Ja, und? Ja, die Frau Krüger wundert sich ein bisschen, dass für ihre Mutter hier so Knallauffall ein Betreuer bestellt worden ist. Ja, ganz einfach. Ich habe versucht, tagelang die Familie zu erreichen. Ja, weil ich brauchte, also Frau Jürgens brauchte eine wichtige Untersuchung. Aber vor 4 Tagen ging es Frau Jürgens noch blendend. Ja, das mag ja sein, aber in der Zeit hat sich einiges ereignet. Nämlich? Ja, Frau Jürgens war im Krankenhaus, weil sie die Treppe runtergefallen ist, weil sie unbedingt auf der Treppe tanzen wollte. Hat sie sich schlimm verletzt? Naja, sie hat sich etwas das Handgelenk verstaucht, ein paar blaue Flecken am Po und eine leichte Gehirnerschütterung. Und deswegen bestellen Sie einen Betreuer? Ja, weil leider bei ihr festgestellt wurde, dass sich plötzlich sie sich an nichts erinnern kann. Und deswegen mussten wichtige Untersuchungen gemacht werden. Und dafür brauchten wir einen Betreuer. Die Familie war nicht erreichbar. Okay, also ich fasse dann mal zusammen. Ja. Die Familie ist angeblich nicht erreichbar. Mhm. Frau Jürgens erleidet einen Unfall, in deren Folge sie ein verstauchtes Handgelenk hat und blaue Flecken am Hintern. Ja. Und da halten Sie es für angemessen, einen Betreuer zu bestellen? Ja, es musste ja irgendeiner die Erlaubnis geben für die Untersuchung. Und wie gesagt, die Familie war nicht erreichbar. Gut, okay, alles klar. Ich hätte gerne mal die Kontaktdaten von dem Betreuer und ich würde gerne mal Einsicht in die Pflegedokumentation nehmen. Ja, kein Problem. Super. Ja, könntest du die Akte von Frau Jürgens bereitlegen, weil der Anwalt der Familie hätte gerne Einsicht? Okay, gut, tschüss. So, die Akte können Sie einsehen bei der Leiterin des Pflegedienstes und hier nochmal die Karte des Betreuers, da können Sie sich nochmal mit ihm unterhalten. Anscheinend glauben Sie mir aus irgendeinem Grund nicht. Ach, wissen Sie, ich bin von Berufs wegen immer so ein bisschen misstrauisch. Ja? Ach, das dürfen Sie gar nicht persönlich nehmen. Ich rufe den einfach mal an und ja, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Hilfsbereitschaft. Ja? Tschüss. Okay, danke, tschüss. Diese Heimleiterin scheint ja eine ganz spezielle Person zu sein. Irgendwie nehme ich ihr nicht ab, dass sie die Tochter von Frau Jürgens nicht erreichen konnte. Ich glaube vielmehr, dass sie es gar nicht erst versucht hat. Und wenn Frau Jürgens hier tatsächlich in der Einrichtung gestürzt ist und ihr Gedächtnis verloren hat, das wäre eine Katastrophe. Ich meine, ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber man hört so viel von überfordertem Pflegepersonal. Wir werden sehen. Silvia Beutler-Krovers hat sich mit dem Betreuer von Elisabeth Jürgens in der Cafeteria des Pflegeheims verabredet. Während sie auf Uwe Flack gewartet hat, war die Juristin auch bei Maries Oma, doch diese war nicht ansprechbar. Nun hofft die Anwältin, mit Hilfe des Betreuers Licht ins Dunkel dieses Falls zu bringen. Ja, ich bin einfach ein bisschen irritiert, dass Sie hier als gesetzlicher Betreuer eingesetzt worden sind. Ja, na, die Frau Jürgens ist ja gestürzt. Die Tochter ist leider nicht erreichbar gewesen. Und da hat die Heimleitung per Eilantrag beim Gericht einen Betreuer bestellt. Und das bin ich jetzt so. Ja, aber das kann überhaupt nicht sein. Also ich habe die Tochter schließlich auch erreicht. Die ist zur Kur, die unterbricht die Kur, die kommt zurück nach Berlin. Und die ist natürlich auch willens und bereit, die Betreuung für ihre Mutter zu übernehmen. Hm. Also ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich werde beim Gericht einen Antrag auf Betreuerwechsel stellen. Ja, gut, das steht Ihnen ja frei. Ja. Was mich aber viel mehr interessiert, ist, warum Sie der Enkelin untersagt haben, die Omi zu besuchen. Von einem Verbot weiß ich nicht. Also ich weiß nur, der Arzt hatte mir gesagt, dass die Frau Jürgens so schwer gestürzt ist und an einem Gedächtnisverlust leidet, dass sie jetzt absolute Ruhe braucht. Aber ein Verbot meinerseits besteht nicht. Na gut, vielleicht ist das irgendwie falsch kommuniziert worden. Aber kann ganz, schon sein. Ganz ehrlich mal, ja. Also ich meine, Bettruhe heißt nicht Besuchsverbot. Richtig. Und immerhin ist es ihr trotz strikter Bettruhe gelungen, nicht nur ihr Bett, sondern auch das Krankenhaus zu verlassen. Ja. Und trotz Gedächtnisverlust hat sie es geschafft, nach Hause zu gehen. Und sie hat auch ihre Enkelin wieder erkannt. Ja gut, aber ich kann Ihnen nur das sagen, was mir die Heilleitung gesagt hat. Mehr Infos habe ich ja auch nicht. Ja? Gut, dann würde ich ganz gerne mal die Arztunterlagen einsehen. Ja gut, aber Sie wissen ja selbst, aus Datenschutzgründen, nur der Betreuer darf Einsicht haben, ja? Ja gut, dann ist es eben eine Frage der Zeit, weil Frau Krüger wird die Betreuung übernehmen und dann haben wir eh uneingeschränkte Einsicht. Gut, ich muss auch leider los, jetzt habe ich noch einen Termin, ja? Alles tschüss. Klar, okay, ja, schönen Tag noch. Unterdessen ist Marie immer noch sehr beunruhigt und macht sich Sorgen um ihre Oma.
Sie will sich jetzt endlich selbst ein Bild machen und ist deswegen zum Pflegeheim gefahren. Da sie den Mitarbeitern im Pflegeheim nicht traut, schleicht sich die Schülerin heimlich in Oma Lissis Zimmer. Die ist inzwischen wieder ansprechbar. Was haben Sie denn? Ach, mir ist was runtergefallen, kommt da gar nicht ran. Na, dann helfe ich Ihnen doch, ne? Ist ja kein Problem. Oma! Hallo, Marie! Hallo. Meine Kleine! Freue ich, dich zu sehen. Oh. Oma, wie geht's dir? Ach, ganz gut soweit, du. Sei mir nicht böse gestern Abend, dass ich dich da so erschreckt habe. Ne? Ach, das macht doch nichts. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was ist denn überhaupt passiert? Warum bist du denn hier abgehauen? Na ja, du kannst ja das nicht verstehen. Bei diesem Muff hier, da musste ich einfach mal raus. Na gut. Oma, aber was ist denn mit deiner Hand? Hast du dich verletzt? Da bin ich gestürzt. Und zwar liegt das alles an diesen dummen Tabletten. Mir ist davon schwindelig geworden und dann bin ich die Treppe runtergesegelt. Einfach so. Ja, und jetzt machen die ein Theater da drum hier, als wenn es sonst was ist. Und was für Tabletten? Ja, ach, die nehme ich doch schon gar nicht mehr. Hier. Ach, da schubst du die rein, ja? Ja, also ich hoffe, die Pflanze hier, die wird nicht irgendwann rumspinnen. Aber ansonsten, alles gut. Oma, pass auf. Ja. Mama wird jetzt bald aus der Kur wiederkommen. Und dann holen wir dich da raus, ganz sicher, ja, okay? Das hoffe ich, ja. Sagen Sie mal, was machen Sie denn hier? Verlassen Sie bitte Oma, sofort das Zimmer. Raus, ja, einfach raus. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Also, und raus. So, und Sie, Frau Jungs, kommen bitte wieder mit zurück zum Bett, ne? Ja. Und da bleiben Sie dann bitte auch. Ja, mache ich. So, den Mantel können Sie mir geben? Ja. Die Schuhe bitte einmal ausziehen? Ich glaube das nicht. Meine Oma ist doch total fit. Was sind das für Tabletten, die Sie ihr verabreichen? Die sollten sich 3 Wochen um Sie kümmern und nicht zu irgendeinem Wrack machen. Marie hat Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krovers über das Gespräch mit ihrer Oma informiert. Sie hofft, dass die Anwältin ihnen helfen kann, damit Elisabeth Jürgens so schnell wie möglich das Pflegeheim verlassen kann. Als Maries Mutter am nächsten Tag vorzeitig aus der Kur zurückgekehrt ist, kommt die Juristin, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Hallo. Na? Darf ich Ihnen was zu trinken, Antje? Ja, ein Glas Wasser. Ja. Sagen Sie mal, was habe ich da jetzt gehört? Meine Mutter hat eine retrograde Amnesie. Hm. Ja, das ist zumindest das, was in diesen Patientenunterlagen steht. Also nach diesem Treppensturz kann sie sich angeblich an nichts mehr erinnern. Ja, aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe gestern noch mit ihr gesprochen und sie konnte sich da noch an alles erinnern. Ja, und warum behaupten die in dem Pflegeheim dann, dass sie krank wäre? Na gut, vielleicht hat sich ihr Zustand mittlerweile einfach verbessert. Ich meine, diese Betreuung, die wurde auch nur deswegen eingerichtet, weil die Zustimmung erforderlich war für bestimmte Untersuchungen. Ich gehe davon aus, dass es ohnehin wieder aufgehoben wird. Oder dass sie eingesetzt werden, weil Familienangehörige sind sowieso bevorzugt zu berücksichtigen. Das habe ich ja bei Gericht auch schon beantragt. Gut, wir müssen sie auf jeden Fall da rausholen. Sie fühlt sich da nicht wohl und sie meinte selber gestern, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, aber Schatz, was soll da nicht stimmen? Ich habe vorher extra so viele Pflegeheime miteinander verglichen. Aber die Tabletten, die sie da bekommt, tun ihr auf jeden Fall nicht gut. Na ja, gut, aber ich meine, es können immer irgendwie Nebenwirkungen auftreten, die unangenehm sind. Wichtiger, denke ich, ist, dass wir diesen Pflegevertrag jetzt kündigen. Na ja, Mama, wärst du für die Heimleitung erreichbar gewesen, dann hätten sie ganz sicher auch keinen Betreuer organisiert. Marie, ich habe mein Handy wirklich etliche Male gecheckt. Und da waren keine Anrufe in Abwesenheit. Und diese Pflegeleitung hatte auch die Festnetznummer vom Kurheim. Da hat niemand angerufen. Du hast mich doch auch erreicht. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das Ganze auch ein bisschen komisch. Ja. Und ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass diese Wollenweber mich anlügt. Ich weiß bloß nicht, warum. Ja, ich hoffe wirklich, dass das alles nur ein Missverständnis ist. Aber jetzt finde ich erstmal meine Mutter. Ja, okay. Ich halte mich im Moment gegenüber Marie und ihrer Mutter noch etwas zurück mit meinen Vermutungen, weil ich die beiden einfach nicht beunruhigen möchte. Aber in meinen Augen läuft ja irgendwas ganz gewaltig falsch. Erst diese angebliche Nichterreichbarkeit übers Telefon. Dann diese plötzliche Amnesie, die genauso plötzlich wieder verschwunden ist. Dann diese Tabletten, die Frau Jürgens vielleicht einfach nur mundtot machen sollten. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Hallo, Sie können da nicht einfach reingehen. Hallo. Wer sind Sie denn überhaupt? Familie. Mama. Mama. Hey. Mama. Mama, ich bin's, Helen. Hörst du mich?
sympathisch. Ja, ihr geht's wirklich überhaupt nicht gut. Wir holen dich jetzt nach Hause und dann wird alles wieder gut. Das ist eine gute Idee, ja. Ich glaube, Sie spinnen hier wohl. Was ist denn hier los? Frau Jürgens, die braucht ihre Ruhe. Würden Sie bitte das Zimmer verlassen? Ich weiß gar nicht, was Sie daran nicht verstanden haben. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Oh, doch, habe ich hier was zu sagen. Gucken Sie sich mal an, in was für einem Zustand meine Mutter ist. Ja? Die steht völlig Frau neben Jürgens sich. Frau Jürgens, geht's ja gut. Stimmt's, Frau Jürgens? Gut, nennen Sie das? Was haben Sie denn für Medikamente gegeben? Also mich würde auch mal interessieren, was sie verabreicht bekommen hat. Frau Jürgens wurde hier überhaupt nichts verabreicht, ja? Und ganz vorsichtig, das ist eine Unterstellung. Ja? Sie doch mal an. Gestern war sie noch ganz normal und heute? Jetzt beruhigen wir uns aber alle mal, also weil ich denke, Frau Jürgens ist nicht damit gedient, wenn wir hier alle rumschreien. So, Frau Wollenweber, deswegen in aller Ruhe. Der Vertrag wird mit sofortiger Wirkung gekündigt und Frau Jürgens wird jetzt und gleich von uns mit nach Hause genommen. Auf gar keinen Fall. Das bestimmt immer noch Frau Jürgens selber oder ihr gesetzlicher Betreuer. Ganz einfach, ja? Außerdem, für das hier übernehme ich überhaupt nicht die Verantwortung in dem Zustand, wie Frau Jürgens ist. Verlässt sie bestimmt nicht unsere Einrichtung, ja? Und außerdem ist doch wohl noch eine Frage, ob ihre Mutter überhaupt wieder zu Ihnen jemals nach Hause kehren wird. Warum das denn? Wie bitte? Ja, ganz einfach, weil der Betreuer von Frau Jürgens, ja, sie angezeigt hat, ja? Wegen unterlassener Hilfeleistung und Körperverletzung. Ja, bei ihrer Mutter wurde im Krankenhaus schlecht verheilte ältere Wundenwerks festgestellt und zudem noch ist sie generell in einem schlechten Pflegezustand. Das ist eine Unterstellung, ja. Und ich bitte Sie jetzt zu gehen. Frau Krüger. Ich vergesse euch gleich. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Es fällt Ihnen ein. Ich bitte Sie jetzt zu gehen, ja? Das bringt überhaupt gar nichts. Wir werden gehen. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden uns wiedersehen. Ja. Und das Ganze wird ein erhebliches Nachspiel für Sie haben. Ja, das werden wir sehen. Ich möchte mich von meiner Mutter verabschieden. Frau Jürgens braucht Ruhe. Passen Sie mich nicht an. Frau Jürgens braucht Ruhe. Würden Sie bitte gehen? Mama, kommen Sie bald wieder da. Hallo? Genau, wir sind ganz schnell wieder da. Ja. Aber ein bisschen zügig. Die tun so, als hätten wir Oma was angetan. Da ist sie doch erst so fertig, seitdem sie in diesem scheiß Heim ist. Ich werde Oma hier rausholen. Und ob mir das einer erlaubt oder nicht, das ist mir scheißegal. Die olle Wollenweber will uns doch eh unterstellen, dass wir Oma was angetan hätten. Ich meine, dabei haben die wahrscheinlich selber die Treppe runtergeschmissen. Wow, 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 Maria, jetzt war mal halblang. Solche Äußerungen können echt Ärger geben. Ja, okay, dann sage ich halt gar nichts mehr. Meine Tochter hat doch außerdem recht. Ich meine, lassen Sie es doch jetzt sagen. Der Ärger muss raus. Werfen wir vor, dass sie irgendwelche alten Verletzungen hätte, meine Mutter? Das ist unmöglich. Das kann überhaupt gar nicht sein. Vielleicht ist sie mal gestürzt und hat ihr nichts davon erzählt. Ach, meine Mutter hat Rheuma und deswegen, weil sie sich manchmal nicht bewegen kann, wasche ich sie oder helfe ihr beim Anziehen. Es wäre mir aufgefallen, wenn sie irgendwas hätte. Und außerdem sind sie jetzt auch noch gegen mich oder wie? Dann können sie auch anhalten und uns rauslassen. Dann schaffen wir das noch alleine. Ja, wirklich. Steigen wir jetzt hier auf. Ja. Mann, ey, Frau Krüger, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte mal. Ich habe jetzt nicht angehalten, um Sie rauszuschmeißen, weil ich Ihnen nicht mehr glaube, sondern weil wir uns alle mal beruhigen und runterkommen müssen. Sonst baue ich hier nämlich gleich noch einen Unfall und wir können alle im Krankenhaus weiterreden. Ich weiß, was wir machen. Wir werden Oma nach Hause holen. Und das noch heute Nacht. Genau das werdet ihr nicht tun. Ich werde auf jeden Fall einen Privatdetektiv engagieren. Der kann sich in dieser Pflegeeinrichtung umgucken. Und dann werde ich irgendwie rausfinden, was es mit dieser komischen Körperverletzungsanzeige auf sich hat. Das ist doch. Und bis dahin halten hier alle die Füße still. Ist das klar? Sie haben recht, machen wir. Ja, versprochen.